Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu einer festlichen Gala, einem Fest für die Musik und für die Kunst aus dem Stadtpalais Liechtenstein in Wien. Der Komponist Robert Schumann hat einmal gemeint, Licht senden in die Tiefe des menschlichen Herzens, das ist des Künstlers Beruf. Und das hat sich auch Pianistin und Bösendorfer Artist Donka Angaciewa zu Herzen genommen. Sie hat bekannte Künstlerinnen und Künstler hierher ins Stadtpalais Liechtenstein eingeladen, um für Sie, meine Damen und Herren, trotz aller Beschränkungen gemeinsam zu musizieren. Die Sängerinnen Ildiko Raimondi und Sandra Pires sind hier, der Pianist Eduard Kutrowatz und der Geiger Alexei Gudesmann, um nur einige zu nennen. Unterstützt wird Donka bei diesem Projekt von ihren langjährigen musikalischen Partnerinnen Rosanda Panfili und Theodora Mitteva. Gemeinsam performen die drei Powerfrauen für sie jetzt das berühmte Klavierstück Liebestraum Nummer 3 von Franz Liszt, allerdings in einer Bearbeitung für Klaviertrio. Danach singt der Rising Star der österreichischen Opernszene Miriam Kutrowatz das Alleluja aus der Motette Exultate Jubilate von Wolfgang Amadeus Mozart. Begleitet wird Miriam dabei von ihrem Vater Eduard Kutrowatz am Klavier. Thank you.
Leider sagt man, Musik ist der Liebe Nahrung. Und wir in Wien, wir wissen das sowieso schon immer. 1875 ist hier einer der bekanntesten Geiger aller Zeiten geboren, nämlich Fritz Kreisler. Und seine zwei berühmtesten Stücke, die tragen die Liebe schon im Titel, nämlich Liebesleid und Liebesfreud. Liebesfreud geben jetzt gleich die Geigerin Rosanda Panfili und Donka Angaceva am Bösendorfer Flügel für Sie zum Besten. Und außerdem macht die Welt heute Sonntag für mich. So heißt ein berühmtes Stück von Johann Strauss Sohn und Nico Dostal. Gesungen wird es heute für Sie von der Sopranistin Ildiko Raimondi. Sie war langjähriges Mitglied der Wiener Staatsoper, hat dort über 50 Opernpartien aufgeführt. Und außerdem trägt sie einen österreichweit wie international sehr begehrten Titel. Sie ist nämlich österreichische Kammersängerin. Am Bösendorfer Flügel begleitet wird sie von Pianist und Intendant des Liszt-Festivals in Reiding, Eduard Kutrowatz. Thank you.
Heute macht die Welt Sonntag für mich. Heute ist kein Mensch glücklich wie ich. Heute singt mein Herz, was ist das nun? Das ist ein Liebeslied an die Natur. Rosen so rot, Veilchen so blau, alles ist schön, wohin ich schau. Wie das geschah, das weiß nur ich. Heute macht die Gott für mich. Die Sonne lacht, der Wald erwacht, die Blumen blühen tief und grün. Jeder Baum schaut mich an wie im Traum. Kann es denn sein, dass mir allein die ganze Welt so gut gefällt? Schau doch zu, mein Herz, was ist das nun? Das ist ein Liebeslied an die Natur. Rosen so rot, Veilchen so blau, alles ist schön, wohin ich schau. Wie das geschah, Sie fragen sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit, wow, was ist das für ein Klavier? Die Antwort ist, es ist einer der schönsten Flügel der österreichischen Klavierbaufirma Bösendorfer, nämlich der Sezessionsflügel, eine Reminiszenz an die Zeit des Wiener Fahndes Jäckle, als sich Künstler wie Gustav Klimt oder Koloman Moser auf die eigenen Beine gestellt haben und sich quasi selbstständig gemacht haben. Das geht natürlich auch damals nicht ganz ohne Sponsoren und deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle erstens bei Bösendorfer und zweitens auch bei der Firma Bucherer, die dafür sorgt, dass wir nicht nur musikalisch, sondern auch schmucktechnisch heute so glänzen. Johann Sebastian Bach hat einmal gemeint, man muss nur zur rechten Zeit in die richtigen Tasten greifen und den Rest erledigt das Instrument. Genauso mühelos wirkt das hochvirtuose Klavierspiel von Donka Angaceva. Die Presse hat sie einmal als perlender Wirbelwind am Klavier bezeichnet. Was könnte da passender sein als Musik des Klaviergenies Franz Liszt? Genießen Sie seine ungarische Rhapsodie Nummer 8 und lauschen Sie danach unserer Tosca Christine Lewis. Sie wird gemeinsam mit Donka Angaceva und Theodora Miteva die berührende Arie Vissi d'Arte zum Besten geben. Ich lebte für die Kunst, lebte für die Liebe, tat keinem Lebewesen etwas zuleide. Thank you.
Aus dem winterlichen Wien machen wir jetzt zumindest musikalisch einen Ausflug in die Wärme des Südens. Leidenschaft pur erwartet sie jetzt und eine Künstlerin, die mit ihrem Instrument vollkommen eins ist. Theodora Mitteva berührt ihr Cello und ihre Stimme spricht. Spricht mit dem nächsten Stück Flamenco von Rogelio Huguet y Tachel von ihrer zweiten Heimat Spanien. Und wir laden sie einmal mehr zum Tanzen ein. Diesmal aber keinen Walzer, sondern einen Tango. Und zwar mit dem wohl berühmtesten Tango aller Zeiten von Carlos Gardel, Por una cabeza. Sie hören den Akkordeonisten und Komponisten Christian Bakanitsch und die drei Gastgeberinnen. Thank you.
Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Das hat einmal Ludwig van Beethoven gesagt. Wenn es um die Wirkung von Musik ging, dann musste es anscheinend selbst für den notorischen Grübler Beethoven intellektuell nicht allzu aufgeladen hergehen. Voll auf die komödiantische Kraft der Musik setzt Geiger und Komponist Alexej Igudesman, gerne auch zusammen mit Rosanda Panfili. Gemeinsam arbeiten sie auch immer wieder mit Hollywood-Filmkomponisten Hans Zimmer zusammen und touren mit seinen Shows durch die größten Arenen der Welt. Heute performen die beiden für sie eine Rumba de Mumbai. Bei Mumbai, Alexej, mit Rosanda Panfili. Ja. Was kann jetzt noch kommen zum Abschluss? Es war schon so toll. Ich glaube, das kann man nicht überbieten, außer man hätte vielleicht Sandra Peers da oder so. Du wirst lachen, wir haben sie da. Nein. Ja. Wow, unglaublich. Also Sandra Peers wird jetzt kommen und gemeinsam mit den drei Gastgeberinnen Climb Every Mountain singen. Climb Every Mountain, also
Von Sound of Music. Ja, ach so, ja klar, ja. Also es geht also bergauf. Naja, ich würde sagen, hoffentlich wird 2021 besser. Mindestens so gut wie dieses Jahr, würde ich sagen. Ja, es würde auch nicht schaden, wenn es ein bisschen übertroffen werden würde, oder? Vielleicht, ja. Also dann, ein schönes neues Jahr. Discipline and determination. We all have the power inside each of us to reach for our goals and what we feel may be the impossible. It's all about believing in yourself. If you can dream it, you can do it. You find
Ich bin so glücklich, dass ich die Idee zum Projekt Die Kunst in Österreich lebt weiter geboren habe und jetzt in solchen Rahmen mit meinen großartigen Freundinnen Rosanda Panfili und Theodora Mitteva so auf diese Art und Weise realisiert habe. Ich danke allen Unterstützern vom Herzen, Firma Bösendorfer Klavierfabrik für das wunderschöne Klavier, MK Project Management, Harmon und Blen, Firma Mesotis Jets und Blassauer und Teurer. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. So schön, dass Sie dabei waren, dass Sie dieses Konzert mit uns miterleben konnten. Es war wunderschön, wieder auf der Bühne zu sein, Musik zu machen, mit Musikern zu musizieren. Das alles wäre nicht möglich ohne der großartigen Hilfe von vielen privaten Sponsoren, Freunden und auch Firmen. Natürlich der Stadt Bali-Liechtenstein hat uns dieses fantastische Saal zur Verfügung gestellt. Firma Bucherer hat uns unglaublichen Schmuck zur Verfügung gestellt. Michaela Honis hat uns geholfen bei der ganzen Organisation und auch Firma Geve Cosmetics hat uns unterstützt. Vielen Dank. Mit diesem besonderen Event wollen wir alle Leute Hoffnung schicken und Glaube an die Zukunft. Das Leben ist schön und wir sollen es genießen, auch in schwierigen Zeiten. Unsere Lebensenergie schicken wir in die ganze Welt und wir bedanken uns sehr bei unseren Sponsoren und Gärtnerei Zinterhof für die wunderschönen Blumen, dann dort der Rechtsanwälte und nicht zuletzt Pharma. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Die Kunst in Österreich lebt weiter. A dream in your youth. With a little encouragement, discipline, and determination, we all have the power inside each of us to reach for our goals and what we feel may be the impossible. It's all about believing in yourself. If you can dream it, you can do it. A dream that